Seit jeher strebt der Mensch nach Erkenntnis. Schnell war klar, dass die Mathematik dabei eine entscheidende Rolle spielt. Der Abakus ist ein einfaches Rechenhilfsmittel und wird seit über 3000 Jahren benutzt. Die Menschen wollten die Dinge vorausberechnen. Sie entwickelten Zahlensysteme und aus Formeln wurden Algorithmen. Und wer weiß schon, dass dieser Herr bereits im 17. Jahrhundert das duale Zahlensystem entwickelte? Die heutige elektronische Datenverarbeitung wäre ohne es undenkbar. Für einfache Rechenoperationen schufen begabte Erfinder mechanische Rechenwerke. Doch erst mit der Entwicklung der Elektronik im 20. Jahrhundert nahmen die Rechenmaschinen eine dynamische Entwicklung. Heute fassen wir sie unter dem Sammelbegriff Computer zusammen. Keine Branche bleibt davon unberührt. Und dieser Trend hält an. So, wir haben jetzt die Newtonschen Gesetze behandelt. Wir haben das Trägheitsgesetz behandelt und wissen, alle Körper haben eine träge Masse. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Unterrichtsschluss an einer Dresdner Schule. Die meisten Lernenden haben jetzt Feierabend. Freizeit ist angesagt. Doch für so manche Jugendliche gilt das nicht. Sie wollen mehr wissen. Für sie gibt es in der sächsischen Metropole ein deutschlandweit einzigartiges Angebot. Das Schülerrechenzentrum Dresden. Dieses Zentrum außerunterrichtlicher Begabtenförderung hält Angebote für Schüler in den Bereichen Informatik und Elektronik bereit. Wissensdurst, Kreativität und Engagement sind gefragt. Pfiffige Tüftelei führt zu manch innovativer Lösung. Dabei entstehen wichtige Voraussetzungen, um die Schüler auf einen künftigen Beruf oder das Studium besser vorzubereiten. Wer hätte 1984 daran gedacht, dass das Schülerrechenzentrum sein 30-jähriges Jubiläum feiern würde, obwohl die materiellen Voraussetzungen ganz andere waren als heute? Die ersten Computer sind aufgetaucht und junge Leute beschäftigten sich sehr mit Elektronikbasteleien. Und die Idee war, jetzt diese interessierten Schüler zusammenzufassen in einem sogenannten Schülerrechenzentrum. Dabei erhielten wir eine besondere Unterstützung von dem Kombinat Robotron. Zur Zeit der Gründung des Schülerrechenzentrums hier in Dresden hat Robotron noch vom elektrischen Brotschneider bis zum Großrechner alles hergestellt. Das macht die Firma Robotron Datenbank Software GmbH heute nicht mehr. Wir konzentrieren uns vielmehr auf die effiziente Verwaltung sehr großer Datenmengen für die öffentliche Verwaltung, die Industrie und auch die Energiewirtschaft. Robotron ist seit der Gründung des Schülerrechenzentrums als Gründungsmitglied quasi involviert und stellt von Anfang an des Schülerrechenzentrums Technik entsprechend mit zur Verfügung. Das haben wir damals getan und das machen wir jetzt. Das Bildungsangebot ist auf mehrere Jahre ausgelegt. Grundkurs im ersten Jahr vermitteln Basiskenntnisse. Darauf aufbauend gibt es ein breites Angebot modular gestalteter Kurse. In Anlehnung an universitäre Ausbildungsmethoden bestehen die Kurse in der Regel aus einem Vermittlungsteil und der Übung in kleinen Gruppen. Im Laufe eines Schuljahres fertigt jeder Schüler eine Projektarbeit an. Schwerpunkt der Informatikausbildung ist dabei die Softwareentwicklung, also das Programmieren. In der Elektronikausbildung werden Kenntnisse über die Funktion und Anwendung modernster elektronischer Bauelemente vermittelt und in den Arbeiten dann auch praktisch realisiert. Bereits seit ich 10 Jahre alt bin, interessiere ich mich für Computer und Technik, programmiere. Das Schülerrechenzentrum hat mir letztendlich die Möglichkeit gegeben, mich in diesem Bereich weiterzubilden und mir eine Vorstellung gegeben, wie es später in diesem Beruf und beim Studium in der Informatikbranche aussehen wird. Das SRZ bietet mir eine gute Möglichkeit, mich in meiner Freizeit intensiver mit der Informatik zu befassen, mich mit anderen Schülern auszutauschen und in einer entspannten Atmosphäre zu lernen.
Das Schülerrechenzentrum bietet mir zum einen die Möglichkeit, bis zur Oberstufe am Informatikunterricht teilzunehmen, was meine Schule leider nicht anbietet. Zum anderen vermittelt es auch gerade durch die Jahresarbeiten ganz viele praktische Kenntnisse, die im normalen Informatikunterricht einfach nicht gelehrt werden können. Das Schülerrechenzentrum Dresden versteht sich auch als Konsultationszentrum für Schüler und Lehrer. Es unterstützt weiterhin verschiedene Aktivitäten an den Schulen für leistungsstarke Schüler. Beim Erkennen und der Förderung von Begabungen berät und unterstützt das Schülerrechenzentrum Eltern und Lehrer, zum Beispiel durch das Angebot von Fortbildungsveranstaltungen. Das können schulinterne Projekte oder die Teilnahme an Wettbewerben wie Jugend forscht oder der Sächsische Informatikwettbewerb sein. Dabei gehen die am Schülerrechenzentrum vermittelten Inhalte weit über die Unterrichtsthemen des Lehrplans der Schule hinaus. Besonderer Wert wird hier darauf gelegt, dass die Schüler Einblick in die jeweilige Fachsystematik erhalten und ihr Wissen an ausgewählten Themen vertiefen. Die gute Nachwuchsarbeit des Schülerrechenzentrums hat nicht nur mich überzeugt. Aus diesem Grund unterstützen wir von Communardo das Schülerrechenzentrum Dresden. Wir bieten für die Jahresarbeiten interessante Themen aus der Praxis. Unsere Mitarbeiter arbeiten dabei als Mentoren für die Schüler. Damit zeigen wir den Schülern, welchen Nutzen ihre Leistung in der Praxis stiften kann. Die Begeisterung der Schüler für ihre Projekte zu erleben, wie sie sie erarbeiten und zum Abschluss präsentieren, das ist immer wieder toll. Die Zukunft fängt klein an und die Kleinen brauchen unsere Unterstützung. Die Saxonia Systems AG fördert das Schülerrechenzentrum seit über 12 Jahren. Unsere Expertise bei der Softwareentwicklung speist sich aus der Kompetenz kreativer junger Menschen. Sie bearbeiten Projekte in solchen Kernbereichen wie Medizintechnik, Industrie oder Energiewirtschaft. So schließt sich für mich der Kreis. Schaut man auf Innovationen der letzten 30 Jahre, wird klar, die ungebremste Dynamik in der Entwicklung neuer Hard- und Software hält an. Produktzyklen verkürzen sich immer mehr. Damit ist aber auch klar, der Anspruch an die AG-Leiter ist enorm. Ständig müssen sie die Themenvielfalt in den verschiedenen Kursen an die aktuelle Entwicklung der IT- und Elektronikbranche anpassen. Nur so sind die anspruchsvollen Ziele auch zu erreichen. Ich erkläre das mal an diesem Telefon. Kaum hat man begriffen, wie es funktioniert, ist auch schon der Nachfolger auf dem Markt. Und wie bei der Softwareentwicklung der Telefone müssen auch unsere AG-Leiter am Schülerrechenzentrum die Lehrinhalte ständig erneuern. Sie müssen Trendautobahnen erkennen, Sackgassen vermeiden. Das ist die besondere Herausforderung ihres pädagogischen Engagements. Ich danke den AG-Leiterinnen und Leitern für ihren Einsatz. Wünsche Ihnen auch künftig viele wissbegierige Schülerinnen und Schüler und gratuliere dem Schülerrechenzentrum herzlich zum 30. Dabei können sowohl Mitarbeiter als auch Teilnehmer des Schülerrechenzentrums Dresden auf verlässliche Partner vertrauen. Seit Jahrzehnten ist es in Dresden gelebte Praxis, dass Unternehmen der IT-Branche mit ihren Spezialisten, aber auch mit großzügigem Sponsoring die Talentschmiede fördern. Wenn am Ende dieser Förderung engagierte und gut vorgebildete Jugendliche in die Betriebe oder an die Universität wechseln, ist das für die Partner ein befriedigendes Fazit. Auch die Sächsische Bildungsagentur unterstützt seit vielen Jahren die Begabtenförderung. Gerade in der heutigen Zeit besteht durch ein mediales Überangebot die Gefahr, dass sich Jugendliche darin verlieren. Damit verlieren sie wertvolle Zeit. Wir halten es deshalb für absolut wichtig, eine derartig anspruchsvolle Freizeitgestaltung auszubauen. Ich war von 1991 bis 1994 im Schülerrechenzentrum aktiv. Das vermittelte Wissen, die Methodik bei Problemlösung, waren für mich eine gute Grundlage für meine berufliche Entwicklung. Vor allem den intensiven Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten kann ich gar nicht hoch genug bewerten. Bei Queo ist viel davon wiederzufinden. Am Anfang beim Laden der Übersicht wird die CSV-Datei ausgelesen. Bis die eigene Firma läuft, haben die hier noch etwas Zeit. Den Anspruch, eigene Ideen durch kreative Lösungen Realität werden zu lassen, den haben sie heute schon.
Johann Friedrich Salzmann gehört seit 4 Jahren dem Schülerrechenzentrum an. Der erfolgreiche Jugendforscht-Teilnehmer nutzte für sein Know-how bereits geraume Zeit diverse Firmenkontakte. Während meiner Jahresarbeiten der letzten 2 Jahre habe ich mit dem Dresdner Netzwerkdienstleister EntireTech zusammengearbeitet. Es ging inhaltlich um Netzwerk-Datensynchronisation. Diese Arbeit habe ich lange und sehr theoretisch durchgeführt, konnte sie auch in meinem Abitur als komplexe Leistung einbringen und habe sie letztendlich wegen der Qualität, die dabei entstanden ist, auch bei Jugendforscht erfolgreich eingebracht, habe auf dem Regionalwettbewerb den 1. Platz und auf dem sächsischen Landeswettbewerb den 2. Platz damit erringen können. Mittlerweile habe ich das Abitur und gucke mich jetzt im Moment um nach Studienplätzen und möchte natürlich auch in die informatische Richtung gehen. Na, dann hoffen wir doch einfach einmal, dass Johann sich für ein Studium an der Technischen Universität Dresden entscheiden wird. Er ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir mit dem Schülerrechenzentrum junge Menschen fördern und speziell auch für die Informatik begeistern können. Als eine von wenigen Exzellenzuniversitäten in Deutschland suchen wir natürlich immer nach den besten Köpfen, sowohl Schüler wie auch Nachwuchswissenschaftler. Und ich bin überzeugt davon, dass einige der Schüler des Schülerrechenzentrums später auch mal an der TU Dresden studieren und wissenschaftlich Karriere machen werden. Die Nähe zur und die funktionale Anbindung an die Technische Universität Dresden ist für das Schülerrechenzentrum ein Segen. In dieser Konstellation sehen die Mitglieder auch eine hohe Motivation. Bei zahlreichen Gelegenheiten können die Schüler ihr Wissen mit universitärem Know-how bereichern. Von solchen Synergien habe ich als ehemaliges Mitglied im Schülerrechenzentrum profitiert. Aus diesen Erfahrungen heraus unterstützt auch die sächsische Landeshauptstadt dieses Modell. Oft sind es gerade junge Leute, die mit ihren unkonventionellen Ideen überraschende Lösungen generieren. Das lohnt sich zu fördern. Welch cooler Zufall, dass ausgerechnet im 30. Gründungsjahr des Schülerrechenzentrums ein Schulneubau in Dresden eingeweiht werden kann. Helle, freundliche Räume mit Top-Ausstattung in grüner Innenstadtlage. Der Umzug in den hochmodernen Komplex des Gymnasiums Bürgerwiese wird von allen Beteiligten als Symbol verstanden. Das Schülerrechenzentrum Dresden hat eine gute Zukunft.